Hey, ich bin's Blippi. Oh, und schaut mal, was das ist. Es ist ein Flugzeug. Heute bin ich beim Erin Air Boeing Field in Seattle, Washington. Und ihr und ich werden heute was über, genau, Flugzeuge lernen. Hey, kommt, wir lernen die Außenteile eines Flugzeugs. Seht ihr das? Das ist die Nase des Flugzeugs. Wisst ihr, warum man das Nase nennt? Genau, weil es aussieht wie eine Nase. Hey, kommt mal her. Da oben sind die Windschutzscheiben. Die sehen aus wie normale Windschutzscheiben, genau wie beim Auto. Damit einem keine Käfer in den Mund fliegen. Schaut mal das da unten. Oh, sieht aus wie ein Rad und Reifen. Warte mal, das ist, weil es ein Rad und Reifen ist. Das ist das Bugfahrwerk. Das hilft dem Flugzeug, während es am Boden ist. Oh. Das ist die Kabinentür. Schaut mal. Jetzt können wir reingehen. Hallo? Hallo? Okay. Wow, schaut mal da unten. Es ist noch ein Fahrwerk. Das ist das Hauptfahrwerk. Genau, es ist noch ein Rad und Reifen. Und auf der anderen Seite ist noch eins. Oh, und die Fenster. Schaut mal, da gucken die Passagiere raus. Hallo? Hey, kommt, wir zählen sie. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut gemacht. Wow, was ist das? Das ist ein Flügel. Er ist so lang und glänzt so sehr. Schaut mal. Hallo? Hey! Kommt mal wieder her. Wow, das ist das Düsentriebwerk. Seht ihr, wie es sich im Kreis dreht? Rundherum geht es. Das ist, was dem Flugzeug all seine Flugkraft gibt. Wow! Oh, kommt mit! Und der Hauptteil des Flugzeugs nennt sich Flugzeugrumpf. Wir gehen wieder da hinten hin. Oh, wartet! Seht ihr das? Das ist das Leitwerk. Genau, das Hinterteil des Flugzeugs. Und hier, das ist der Frachtraum. Der öffnet sich so. Okay, los geht's. Oh. Hier kann man seine Koffer drin verstauen. Oh, und schaut mal hier. Wow, das ist der horizontale Stabilisator. Das ist der vertikale Stabilisator. Der hilft dem Flugzeug, schön stabil in der Luft zu bleiben. Oh, noch ein Stauraum. Wow. Öffnen wir ihn mal und schauen, was drin ist. Ohoho, schaut, ganz viel Motorzeugs.
so interessant. Hey, ich habe euch noch ein Fach zu zeigen. Oh, was steht da? Treibstoff. 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 Oh ja, das ist der Treibstofftank. Was? Oh, seht mal. Genau, da geht der Treibstoff hin. Treibstoff ist ein bisschen wie Essen oder Wasser für euch und mich. Es treibt den Motor an und gibt ihm Energie. Wow, das Flugzeug ist ziemlich klasse. Es gibt so viele verschiedene Flugzeuge, so wie das hier. Dieses Flugzeug ist ein Geschäftsreiseflugzeug und ein Passagierflugzeug. Es gibt auch Urlaubsflieger. Die sehen ziemlich ähnlich aus. Es gibt Agrarflugzeuge. Oh. Und es gibt auch Frachtflieger. Wow. Die können viel Fracht transportieren. Hey, genau, Wasserflugzeuge. Oh, Wasserflugzeuge können an Land landen. Und Militärflugzeuge. Es gibt so viele Arten von Flugzeugen auf der Welt. Ich liebe Flugzeuge. Was für ein tolles Flugzeug. Kommt, wir fliegen im Flugzeug. Na los! Das wird so viel Spaß machen. Passt auf. Kommt mit. Boah, schaut euch das mal an. Das ist das Cockpit und das sind die Piloten. Hallo, hey. Kommt, wir setzen uns hin. Oh, ganz wie im Auto gibt es Anschnallgurte. Aber zuerst, Sicherheit kommt zuerst. Man muss sich anschnallen. Okay, das wird so lustig. Das ist toll! Hey, weil wir noch nicht in der Luft sind, können wir uns mal anschauen, was die Piloten so machen. Seht ihr das? Es ist ein bisschen wie Autofahren, aber es ist ein Flugzeug. Schaut mal! Jetzt sind wir hoch im Himmel in der Luft. Wir berühren den Boden gar nicht. Hier, schaut. Habt ihr das gesehen? Das ist das Zentrum von Seattle. Ich habe die Seattle Space Needle gesehen. Hoho!
Es hat so viel Spaß gemacht, im Flugzeug zu fliegen. Hey, vielleicht könnt ihr bei eurer nächsten Reise mit dem Flugzeug fliegen. Und keine Sorge, es ist nicht gruselig. Es ist nämlich total sicher. Hey, ich habe gerade den Flugzeugtanz getanzt. Wollt ihr den Flugzeugtanz mit mir tanzen? Das wird so einen Spaß machen. Kommt, ich bring's euch bei. Erst haltet ihr eure Arme so, als wärt ihr ein Flugzeug. Wow! Und dann tanzt ihr, wenn ihr die Musik hört. Aber wenn die Musik aufhört, bewegt ihr keinen Muskel. Ich mag echt gern Flugzeug spielen. So friedlich durch die Luft fliegen, als wäre ich ein Vogel. Warte, nein, ich bin ein Flugzeug. Hey, wie wär's, wenn wir das Flugzeuglied singen? Geschäft oder Urlaub? Man kann aus Papier Flieger basteln. Wirf ihn in die Luft und schau ihn nach. Ich schau gern hoch, wenn die Flügel mir zuwinken. Hey, Flugzeug! Flugzeug, Flugzeug fliegt auf den Wolken drauf. Flugzeug, Flugzeug, flieg ganz hoch hinauf. Flugzeug, Flugzeug fliegt auf den Wolken drauf. Flugzeug, Flugzeug,
Wir gehen ins Flugzeug rein. Na los! Wow! Das Flugzeug ist so schön! Hey, schaut mal! Ein Sitzplatz! Nur für mich? Sicherheit kommt zuerst. Man muss sich anschnallen. Und guckt euch das an! Wow! Es ist wie ein Schreibtisch, auf dem ich all mein Video schneiden kann. Genug damit. Ich brauche Wasser. Man muss immer daran denken, genug zu trinken. Nach einem langen Spieltag muss man ganz viel Wasser trinken. Okay, kommt, wir packen den Schreibtisch wieder weg. Perfekt. Schaut euch das da hinten an. Guckt mal, ein Waschbecken. Boah, man kann seine Hände hier waschen. Es ist sehr wichtig, seine Hände schön sauber zu halten. Und was ist das? Sieht aus wie ein Sitzplatz, aber da ist kein Anschnallgurt. Boah, wir wissen, was das ist. Genau, das ist, wenn man auf die Toilette muss, während man fliegt. Boah. Wow, ich habe eine Idee. Schauen wir uns noch mal das Cockpit an. Das ist ganz schön eng. Ich glaube, das Imperium hat an Wookies gedacht, als sie dieses Cockpit entworfen haben. Okay, wie auch immer. Sicherheit kommt zuerst. Anschnallen. Okay, Anschnallgurt sitzt fest. Jetzt brauchen wir ein Headset. Hallo? Kannst du mich hören? Ja, super. Tower, hier ist Pilot Blippi. Wir sind bereit zum Abheben. Okay, Pilot Blippi, du kannst loslegen. Ja, gut gemacht. Okay, wenn man den Lenker hält... Oh, guckt mal! Beide Lenker bewegen sich gleichzeitig. Lenker im Flugzeug sind ähnlich wie die im Auto. Oh, und schaut euch das alles an. Es gibt so viele tolle Apparate und Luftfahrtelektronik und Knöpfe. Ich fasse sie besser nicht an. Und der Gasgriff. Wenn man den nach vorne schiebt, fliegt man richtig schnell. Wenn man in der Luft ist, ist das Landefahrwerk. Wenn man das hier hochzieht, werden die Räder ins Flugzeug gefahren. Flugzeuge sind so toll! Hallo! Das hat so viel Spaß gemacht, mit euch über Flugzeuge zu lernen. So, ich sollte besser mal gehen. Das ist das Ende des Videos. Aber wenn ihr noch mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr nur nach meinem Namen suchen. Buchstabiert ihr ihn mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi! Gut gemacht! Vielen Dank an Erin Air. Tschüss! Habt ihr das gesehen? Ja, genau. Es ist ein ferngesteuertes Pistenraupenspielzeug. Oh je. Ich wünschte, die Pistenraupe wäre echt. Schaut mal. Es ist eine richtige Pistenraupe. Heute werden wir was über Pistenraupen lernen. Los geht's. Woo!
Jetzt lernen wir die Außenteile der Pistenraupe. Kommt mit! Wow, guckt mal! Das gleich hier ist die Schaufel. Wie ein Bulldozer schiebt er absolut alles. Den Schnee aus dem Weg. Guckt ihm bei der Arbeit zu. Schaut! Habt ihr das gesehen? Das war klasse! Wie die Schaufel seine Energie von der Hydraulik kriegt. Schaut mal! Oh, das ist die Hydraulik. Das sind die Hydraulikleitungen. Die Hydraulikzylinder. Wow, so stark! Und wie man die Hydraulik von der Führerkabine bedient. Wow, es sieht so gemütlich da drinnen aus. Aber als erstes, wenn man draußen im Schnee ist und es schneit und man nicht sehen kann, um etwas zu sehen, braucht man die Scheibenwischer. Oh, seht ihr? Das ist ein riesiger Scheibenwischer. Oh, genau wie im Auto. Guckt ihm zu. Jetzt kann man sehen, während es passiert. Da oben, da sind die Scheinwerfer. Die helfen einem auch beim Sehen. Sie blitzen an und gehen aus. Boah, sie sind so hell. Boah, seht euch das da unten an. Das sind die Ketten. Boah, die gehen direkt in den Schnee und das Eis und greifen, damit man nicht herumschlittert. Genau da. Das ist der Motor der Pistenraupe. Boah. Der produziert so viel Energie. Genau hier kriegt er sein Benzin. Ja, Treibstoff, nicht Diesel. Oh, schaut mal. Boah, das ist die Fräse hier. Seht ihr das? Das ist die Fräswelle, die hat ganz viele Zähne drauf. Es zerdrückt und zerreißt das Eis und den Schnee. So, und von da die Klappen. Seht ihr? Das sind die Klappen und diese kleinen Riffel, die machen sogenannte Quadrille. Boah, es ebnet den Schnee. Okay, jetzt gehen wir zurück nach oben und von da ebnen wir den Schnee. Schaut zu! Hoho, seht! Schaut, wie glatt der Schnee ist. Boah, das sind Kordrippen. Seht ihr diese Linien? Boah, da will ich mich glatt drauflegen. Wow, seht, wo wir jetzt sind. Wir sind in der Pistenraupe. Oh, lass mich die Tür schließen. Alles klar. Aber zuerst kommt die Sicherheit. Genau, wie in jedem Fahrzeug gibt es einen Anschnallgurt. Man muss sich fest anschnallen. Alles klar? Jetzt, wo ich fest angeschnallt bin, zeige ich euch ein paar Teile. Oh, guckt mal. Seht ihr diese zwei Hebel? Genau, das sind die Steuerknüppel. Damit kann man vorwärts, rückwärts fahren. Und man kann links oder rechts abbiegen. Wow, was ist das? Ein Steuerhebel. Damit kontrolliert man die Schaufel und die Fräse hinten. Wow,
so viele coole Funktionen. Schaut mal, der Schlüssel der Pistenraupe. Der Schlüssel ist ein sehr wichtiger Teil. Wenn wir ihn haben, können wir ihn reintun und den Motor starten. Wow, hört ihr das? Ja, der Motor schnurrt. Miau, miau. Schnurr. Wie ein Kätzchen. Schnurr, schnurr. Alles klar? Seid ihr bereit? Los geht's! Wow, es macht so viel Spaß zu fahren. Alles klar, jetzt fahre ich rückwärts. Macht euch bereit. Jetzt fahre ich die Pistenraupe schnell vorwärts. Jetzt fahren wir die Pistenraupe oder bedienen die Pistenraupe. Schnee bedienen. Oh, es macht so viel Spaß, sie zu bedienen. Oh, hört ihr das? Piep, piep. Das heißt, dass wir im Rückwärtsgang sind. Man muss nach hinten gucken, wenn man ein Fahrzeug rückwärts fährt. Okay, vorwärts geht's. Oh, seht ihr das? Das ist, wie ich die Pistenraupe fahre und bediene. Die bedienen die Ketten, sodass man nach links und rechts kann. Wow, oh. Jetzt sind wir in der Werkstatt der Pistenraupe. Hier repariert man die Pistenraupen. Wow. Seht ihr die Führerkabine? Genau, sie ist nach vorne gelehnt, sodass man an den Motor rankommt. Das zeige ich euch später. Aber jetzt will ich euch alles zeigen, was hier drinnen ist. Wow. Man kann all diese Maschinen hier reparieren. So wie das. Oh. Ein richtig tolles Geländefahrzeug. Guckt mal. Oh. Alles klar, los geht's. Oh, das war klasse. Oh. Alles klar, was haben wir noch hier? Oh, guckt mal. Das hier ist eine Schneefräse. Oh. Seht ihr die Zähne? Es dreht sich im Kreis und drückt den Schnee hier hoch. Alles klar, stellen wir sie zurück. Oh, alles klar. Was reparieren Sie hier noch? Mal sehen. Oh, cool, ein Dreirad. Oh, guckt mal, es hat drei Räder. Eins vorne, eins hinten und noch eines hinten. Genau, eins, zwei, drei Räder. Oh. Wow, es hat so viel Spaß gemacht. Oh, noch eine Maschine.
Diese Maschine nennt man ein Schneemobil. Und es ist blau. Hä? Es sieht aus, als wäre es kaputt. Seht ihr? Der Motor ist komplett zerstört. Seht ihr den Raum da hinten? Da reparieren sie die Schneemobile. Kommt mit! Oh, seht euch diesen Raum an. Oh, hier gleich ist eine Kettensäge. Oh, und sogar ein Laubbläser. Oh, wow! Oh, hey, wie gesagt, hier reparieren sie Schneemobile. Das hier ist richtig alt und wahrscheinlich kaputt. Aber hey, das reparieren sie später. Gehen wir da drüben hin. Oh, noch ein Schneemobil. Oh, das hier ist orange und gelb. Das ist klasse. Oh, die Farbe rot. Oh, super schrilles Rot mit Gelb. Wartet mal. Entflammbar. Feuer fernhalten. Los, raus hier. Kommt mit. Oh, gut, dass wir da raus sind. Jetzt. Oh, noch eine Maschine. Oh, das ist ein Gabelstapler. Er verwendet die Gabeln vorne, um große Paletten hochzuheben. Wow, was für eine tolle Maschine. Alles klar. Okay, jetzt schauen wir die Pistenraupe an und den Motor. Genau, wo all die Energie herkommt. Kommt mit. Wisst ihr noch, wie ich über die Ketten gesprochen habe? Genau, die sind ziemlich rutschig. Also lege ich Sperrholz hier hin, damit wir sicher darauf stehen können. Alles klar? Drei Platten Sperrholz. Jetzt können wir auf den Ketten stehen. Boah, alles klar. Geschafft. Habt ihr das gesehen? Das ist der Motor der Pistenraupe. Boah, das ist, wo all die Energie produziert wird. Oh, seht ihr das? Das ist ein Benzintank. Da geht all der Diesel hin, um den Motor anzutreiben. Kommt, ich zeige euch ihn von hinten. Oh, seht ihr das? Das sind die Hydrauliktanks. Das ist die Hydraulikpumpe. Und all diese Leitungen sind die Hydraulikleitungen. Oh, schaut mal. Wow, wir haben Batterien. Ein paar Ölfilter, Benzinfilter und man darf den Auspuff nicht vergessen. Es hat so viel Spaß gemacht, mit euch etwas über Pistenraupen zu lernen. Das ist das Ende des Videos. Aber wenn ihr noch mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr nur nach meinem Namen suchen. Könnt ihr meinen Namen mit mir buchstabieren? Bereit? B-L-I-P-P-I. Blippi! Gut gemacht! Wow! Guckt mal, wo wir sind. Wir sind im Tiefkühlgang des Supermarktes. Aber seht, was da ist. Genau, Tiefkühlhimbeeren. Sie sind so süß und haben viel Vitamin C.
Ich frag mich, wie die hierher gekommen sind. Wow! Seht all die Himbeerbüsche an. Und all die Himbeerbüsche tragen Himbeeren. Und das ist die Farbe Himbeerrot. Und die sind lecker. Na, weil wir die zum Gefrieren ernten, wählen wir die mit voller Reife. Und eigentlich pflücken wir sie gar nicht, sondern schütteln sie mit der Erntemaschine ab. Wow, wir sind vor der Erntemaschine. Seht ihr? Und tief da drinnen sind Stäbe, die sich schütteln. Und dann fallen die richtig reifen Himbeeren in die Erntemaschine. Guckt mal! So, jetzt sind wir auf der Erntemaschine. Das ist die Maschine, die die Himbeeren vom Busch schüttelt. Seht mal, der Fahrer! Hey Leute, ich bin der Fahrer. Seht ihr, der Fahrer bedient die Erntemaschine. Und diese Dinger. Das sind Plastikarme, die sich ganz schnell hoch und runter bewegen und die Himbeeren vom Baum schütteln. Sobald die Himbeeren vom Busch geschüttelt sind, kommen sie auf dem Fließband an. Und was machst du dann? Ich gucke alle Himbeeren an und nehme die schlechten raus. Boah! So wie die hier, oder? Perfekt! Okay, die kommt hier hin und wir sagen Tschüss zu der hier. Tschüss! Da arbeitet sie und nimmt alle Schlechten raus. Wow, guckt mal ihn und seine Kiste an. Er reicht sie dem Mädchen und sie stapelt sie. Gute Teamarbeit. Jetzt, wo die Erntemaschine richtig voll ist, müssen sie neben einem Lastwagen anhalten und die ganzen Himbeeren abladen. Jetzt kommt der Lastwagen bei der Lagerhalle an und dann werden die Himbeeren mit einem Gabelstapler vom Laster gehoben. Oh, der Gabelstapler kann ganz schön viele Himbeeren tragen. Okay, die Himbeeren kamen vom Bauern und wurden mit einem Laster hierher transportiert. Und dann hat ein Gabelstapler sie vom Laster gehoben und hier entladen. Und jetzt werden all die Himbeeren in diesen Kühlraum getan. Schaut mal. Da werden sie in den Kühlraum gefahren. Ui, tschüss. Oh, hallo. So, das ist im Grunde genommen ein riesiger Kühlschrank. So werden die Himbeeren super schnell schön kalt. Schaut, er trägt schön warme Klamotten. Wow, das sind ganz schön viele Himbeeren. So, was wir hier tun ist,
die Himbeeren zu wiegen. Seht ihr? Okay, jetzt, wo sie alle gewogen sind, bringen wir sie hierher. Das ist, wo sie abgeladen werden. Wow! Und sie werden nach oben gebracht. Wow! Seht mal diese Maschinen an. Er tut die Himbeeren auf noch ein Laufband. Oh! Dann kommen die Himbeeren nach oben und diese Maschine hebt die Kisten hoch und die Himbeeren fallen aus den Kisten. Wow! Seht mal all die Himbeeren! Und die Kisten fahren wieder weg. So viele Laufbänder. Oh, das sieht lecker aus. Hallo, die Damen. Ihr macht sehr gute Arbeit. Und in diesem Raum werden all die Himbeeren tiefgefroren. Es ist so kalt hier drin. Oh, schaut sie an. Jetzt, wo alle Himbeeren gefroren sind, müssen wir sie in die Boxen packen. Alles perfekt ausgewogen. Guckt mal! Schaut euch all die Boxen mit Himbeeren an. Wow! So, die Himbeeren sind fertig in Boxen abgepackt. Und jetzt werden sie auf einen Sattelzug geladen. Und dann liefert der Sattelzug sie zum Supermarkt. Oh, das ist also, wie die Tiefkühlhimbeeren den ganzen Weg in den Supermarkt gekommen sind. Sie wuchsen auf Büschen, richtig groß und rot. Und dann ist die Erntemaschine die Reihe von Büschen entlang gefahren und hat sie alle abgeschüttelt. Und dann wurden sie neu verpackt in Plastiktüten. Und dann sind sie hier angekommen. Hey, ich glaube, wir sollten zusammen einen Himbeersmoothie machen. Wow! Alles klar, jetzt ist es Zeit, einen Himbeersmoothie zu machen. Und ein Himbeersandwich. Lecker! In Ordnung, komm, wir machen das Sandwich zuerst. Alles klar. Wow, wow, wow! Bevor man Essen anfasst, muss man sich die Hände waschen. Komm, wir waschen unsere Hände. Alles klar, los geht's. Macht eure Hände schön feucht. Okay? Jetzt, wo ihr die Seife auf den Händen habt, schrubbt ihr. Aber ich sag euch genau, wie lange, okay? Ihr müsst sagen, Blippi, Blippi, Blippi. Und dann schrubbt ihr immer schneller, bis ihr die Hände nicht mehr sehen könnt. Ja? Blippi, 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 Blippi. Blippi, 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 Blippi. In Ordnung. Jetzt spült ihr die Seife von den Händen. Alles klar? Trocknet eure Hände. Ich freue mich so auf das Essen, was wir zusammen machen werden. Alles klar? Los geht's. Nehmen wir etwas Brot für unser Sandwich. Oh, der Kanten. Lecker. Das heb ich aber für jemand anders auf. Alles klar. Los geht's. Eine Scheibe Brot. Zwei Scheiben Brot. Alles klar. Los geht's.
fangen wir mit Erdnussbutter an. Lecker! Eine große Portion. Ich liebe Erdnussbutter. Okay. Jetzt verstreichen wir sie. Ja, genau. Guckt mal. Lecker. Okay. Und auf die andere Seite tun wir etwas Himbeermarmelade. Dieses Sandwich wird so lecker. Alles klar. Nehmt eine große Portion Himbeermarmelade. Gleich hier hin. Alles klar, verstreichen wir sie. Lecker. Oh, lecker. In Ordnung, legt es ab. Packt den Deckel wieder drauf. Alles klar, los geht's. Halbieren wir es. Alles klar. Und jetzt schneiden wir es in Viertel. Lecker. Seht mal. Oh. Alles klar? Legen wir es auf den Teller. In Ordnung. Eins, zwei, drei, vier. Oh, lecker. Alles klar. Wisst ihr, welches Getränk super zu dem Himbeersandwich passen würde? Ja, ein Himbeersmoothie. Okay, ich bringe euch bei, wie man den macht. Als erstes brauchen wir Milch. Okay, so. Ich habe Mandelmilch und Kuhmilch. So, wir schütten ein bisschen Mandelmilch hier rein. Perfekt, das sieht toll aus. Und jetzt ein bisschen Kuhmilch hier rein. Okay, perfekt. Ich habe ein bisschen verschüttet, seht ihr? Das ist okay, wir wischen es später auf. Ja? Komm, wir nehmen eine Banane. Lass uns die Banane halbieren, weil das ganz schön viel Banane ist. Ich will mehr Himbeeren als Banane. Aber ich mag Banane trotzdem. Hüpf weg! Alles klar. Aber halt, was fehlt uns noch? Genau, Himbeeren. Okay, ich muss sie aus dem Eisfach holen. Ja, Tiefkühl-Himbeeren. Ich verwende Tiefkühl-Himbeeren, weil sie richtig gut hier drin sind. Weil sie den Smoothie schön kalt machen, wie kleine Eiswürfel. Alles klar? Wie öffne ich das? Hier, so. In Ordnung. Die richtige Menge ist eine Handvoll. Nein, es sind zwei Handvoll. Hier, na bitte. Alles klar. Und noch ein bisschen Mandelmilch. Perfekt. Alles klar. Tun wir den Deckel drauf. Etwas schütteln. Jetzt pürieren wir es. Wow. Oh, lecker. Das sieht lecker aus. Ich hol ein Glas. Okay. Lecker. In Ordnung. Lass uns den Smoothie einschenken. Lecker. Alles klar. Jetzt ist es Zeit für das Himbeerlied. Und eine Himbeere. Himbeeren, Himbeeren.
Waffeln und im Joghurt drin. Himbeeren, ich mag sie wirklich sehr. Ich kann nicht genug kriegen. Mach sie zu Marmeladesaft und auch Torte. Himbeeren, Himbeeren. Eine kalte Beere auf deinem Eis. Himbeeren. Und sie sind voll mit Vitamin C. Himbeeren, die schmecken wirklich super gut. Himbeeren, die schmecken wirklich super gut. H-I-M-B-E-E-R-E-N. Könnt ihr schon Himbeeren schreiben? Okay, jetzt geht's los. H-I-M-B-E-E-R-E-N. Geschafft, gut gemacht. Kommt alle zusammen, kommt, singt mit mir. Himbeeren, die schmecken wirklich super gut. Himbeeren sind lecker. Schmecken wirklich super gut. Himbeeren sind lecker. Das Essen ist so lecker. Na, ich hatte wirklich total Spaß dabei, mit euch zu lernen, wie Himbeeren vom Bauern in unseren Bauch kommen. Und wenn ihr mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr einfach meinen Namen suchen. Ihr kennt meinen Namen, oder? Genau, es ist Blippi. Komm, wir buchstabieren ihn zusammen. Bereit? B-L-I-P-P-I. Blippi! Gut gemacht! Jetzt wisst ihr, wie man meinen Namen sagt und schreibt. Bis bald! Tschüss! Hey Erwachsene, habt ihr Instagram? Super! Wir sollten Freunde werden. @blippyofficial